Hallo Freunde der kindlichen Bauklötzchen-Unterhaltung zu einer neuen Aufnahmesession. Let's Showplay Minecraft mit mir, der Matter und Bauklötzchen. Ja, die werdet ihr jetzt auch staunen, denn ich habe das Lagerhaus fertig gebaut. Das Lagerhaus hat jetzt endlich ein Dach. Und ich habe auch von innen noch ein bisschen, noch ein paar Kisten nachgeladen. Also, Entschuldigung, ich muss gerade schlucken. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viele Schilder aufgehangen und Kisten, wo überall was drin ist auch schon. Also ich habe alles auch schon ein bisschen sortiert. Ich habe jetzt noch nicht alle Sachen aus der Käseberg-Suite geholt. Aber so einiges habe ich auf jeden Fall schon mal runtergeholt von da oben. Und ja, es ist ein bisschen sehr viel Arbeit, das alles zu sortieren. Aber, ja, gut. Ich habe es dann irgendwann mal gut sein lassen. Hier haben wir auch noch ein paar Kisten. Das kann man auch noch ein bisschen erweitern. Also wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Platz demnächst. Ich hoffe, ich werde hier ein bisschen Ordnung halten. Im echten Leben kriege ich das ja leider auch nicht hin. Deswegen bin ich ein bisschen unzuversichtlich, dass ich das hier in Minecraft dann hinkriege. Aber sei es doch drum, wir fangen jetzt einfach mal an, weiterzumachen. Super, super Formulierung, Matter. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir jetzt mal mit dem, nicht Wintergarten, sondern, wie heißt das nochmal, mit dem Gewächshaus anfangen. Und ich habe mir gedacht, oh, da hinten, da ist noch ein Baumstumpf, das stört mein ästhetisches Empfinden, der muss weg. So, weg ist er. Hier möchte ich gerne wie heißt es denn jetzt? Warum komme ich immer nicht auf das Wort? Sag doch mal schnell, das Gewächshaus bauen. Genau, hier möchte ich das hinbauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier schon mal ganz viele Bricks hergestellt. Ich bin vorhin los und habe ganz viel Lehm gebaut, abgebaut. Also wirklich ganz viel. Und bin dabei auch ständig fast ersoffen. Weil ich musste ganz tief runtertauchen zum Teil. Aber ja, ich habe jetzt doch einiges zusammenbekommen und wollte jetzt das Fundament quasi aus Lehm, nicht aus Lehm, aus Bricks machen. Dazu werde ich jetzt hier aber erstmal noch ein bisschen die, ja, hier dieses hässliche Dirt-Vorsprung-Teil wegmachen, weil ich finde, das muss nicht so weit hier reinragen. Ich finde es sowieso generell ein bisschen doof, dass hier so extrem viel Unebenheiten sind, also so viele Unebenheiten das Land zeichnen, aber ja, das Haus haben wir jetzt leider eine Etage höher gebaut, also einen Block höher gebaut und das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geändert. Ich möchte jetzt aber auch nicht so gerne hier überall Dirt aufschütten. Ich denke mal, das geht schon so. Was wir allerdings machen können, um das Ganze ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen größer werden kann, ist, dass wir hier noch ein bisschen Holz weghacken. Habe ich mir mal so gedacht. Ach Leute, ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, wieder aufzunehmen. Ich habe jetzt seit über einer Woche nicht aufgenommen. Also gar nichts mehr aufgenommen. Nicht nur Minecraft nicht aufgenommen, sondern gar nichts einfach. Weil ich die Woche... Oh. Wo kam das denn jetzt gerade her? Wollt ihr mich veralbern? Wo bist du? Du kleines, mieses Vieh. Ich krieg dich und rotte dich und deine ganze Familie aus. Als erstes ist dein Steuerberater dran. Ich werde ihn mit einer japanischen Foltermethode geißeln. Wo ist er denn jetzt? Ich finde den nicht. Na egal, ich störe mich da mal nicht dran. Ich mache einfach weiter. Wahrscheinlich ist er hier irgendwie drunter oder so. Ach ja, japanische Foltermethoden. War das überhaupt japanisch oder chinesisch? Ich weiß es gar nicht. Das mit diesem Wassertropfen auf den Kopf die ganze Zeit. Man kriegt immer einen Wassertropfen auf eine und dieselbe Stelle und irgendwie wird man davon verrückt, habe ich gehört. Also, so war diese Foltermethode irgendwie. Keine Ahnung. So. Ja, ich denke mal, wir können jetzt hier aufschütten. Fangen wir mal hier an. So. Ups. Ja, ich hatte euch ja in der letzten Aufnahmesession schon gesagt,
dass ich in letzter Zeit nicht so viel zum Offscreen-Bauen komme. Ups. Also so große Projekte wie den XP-Generator, den werde ich nicht in der nächsten Zeit, sowas werde ich nicht offscreen bauen können demnächst, weil ich einfach zu wenig Zeit haben werde. Also das weiß ich jetzt schon. Und deswegen wird das hier wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen mehr so in die Richtung Let's Play gehen. Ein bisschen was werde ich immer machen wahrscheinlich, aber nicht halt so viel, dass das jetzt irgendwie das hier ganze Gebäude fertigstelle oder so. Gut, ich habe mich heute dran gemacht und habe das Dach vom Lagerhaus fertig gemacht. Upsala. Aber da habe ich nebenbei auch noch was anderes gemacht. Also das... Weiß nicht, also mal sehen. Ich kann das jetzt noch nicht so genau sagen. Ups, ich hole mal gerade noch ein bisschen Dirt aus dem Lagerhaus. Da haben wir eine halbe Kiste schon voll. Und dann ist es halt einfach so, dass ich jetzt auch übrigens die Folgen nicht mehr so lang machen werde. Erstens habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute es schöner finden, wenn die Folgen kürzer sind, nach wie vor. Also, dass es einfach so ist, dass ihr, nochmal so ein kleines bisschen die Musik, ups, jetzt habe ich sie aus Versehen weitergemacht, ich wollte es eigentlich lauter machen, dass ihr irgendwie, also, dass viele, viele Leute es lieber mögen, wenn die Folgen etwas kürzer sind. Und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also mir geht das übrigens selber so. Ich bin selber niemand, der gerne 30-Minuten-Folgen guckt. Und also ich tue es, wenn mir der Let's Player wirklich gefällt und ich das wirklich mag, was er macht, dann gucke ich das ab und zu. Aber auch nicht immer, weil ich einfach 30 Minuten, das ist schon nochmal doppelt so lange als die normale Zeit, die so üblich ist. Und deswegen, ja... Also ich werde jetzt auf jeden Fall auch schon wegen mir, weil ich halt nicht mehr so viel Zeit habe, die Folgen wieder kürzer machen und werde dafür auch länger aufnehmen. Also es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass ich das wieder so ein bisschen in Richtung Gronkh mache. Also seine Art und Weise ist ja, dass er Ewigkeiten, also wirklich lange Aufnahmesessions macht und dann irgendwie zwischendrin cuttet und dann halt es einfach weitergeht direkt. Finde ich zum Gucken teilweise sogar angenehmer, als jetzt immer das anmoderiert zu kriegen. Kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt die Playlist durchguckt, unabhängig von der von dem Hochladedatum. Oh, jetzt kriegen wir hier aber die Wetterbreitseite kriegen wir jetzt hier ab. Oh, 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 der liebe Gott meint es nicht gut mit uns heute. So. Machen wir das irgendwie hier noch ein bisschen... Ja... Weiß ich auch nicht. Ich bin nicht so gut im Terraforming. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Da hinten ist eine Spinne. Die muss jetzt sterben. Ich habe leider keinen... Ich habe leider keinen Bogen dabei. Und ein Level aufgestiegen. Yay. Und der Zombie stöhnt immer noch rum. Stöhn du mal ruhig. Zieh dir deine Pornos rein. Kein Problem. So, gut. Wir haben jetzt hier eine freie Fläche soweit zur Verfügung. Die Frage ist jetzt, wie wir das angehen. Wir können jetzt anfangen, erstmal hier so ein Fundament zu legen. Jetzt muss ich allerdings gucken, dass das irgendwie so halbwegs symmetrisch wird. Ich fange einfach mal an. Nicht so lange überlegen hier. Ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wie groß ich das machen soll. Das Gebäude. So, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dann machen wir auf der anderen Seite auch 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passt gerade so. Oh, Creeper, Creeper. Ich sollte wieder schlafen gehen, lieber. Erstmal. Na, komm ruhig ran. Yo, da jumpt er. Total fit wie ein Turnschuh ist der, sag ich euch. So. Da jumpt er einfach über unsere Mauer, ey. Scheiße. Irgendwie klappt das so nicht, wie ich mir das hier denke. Wir machen das ein bisschen kleiner. Wir machen das nicht so riesig. Wir machen mal nur... ja, dann müssen wir hier aber auch nicht bis... Sagen wir mal, wir gehen von hier aus bis 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier ein Loch rein. So. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Und den Rest hacken wir wieder weg. Boah, meine ganzen Tools gehen in den Arsch, ey. Ganz schlimm. Ich habe irgendwie 1000 halb kaputte Sachen da im Inventar. Alle erstmal aufbrauchen. So, passt das denn jetzt hier? Oh, dramatische Musik. Ey, 4, 5, 6. Passt auf jeden Fall zum Monsun, der da gerade auf uns niederprasselt. So, zack, 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 zack. Mir ist übrigens auch aufgefallen, als ich die letzten Folgen geguckt habe, dass ich extrem gegen die Musik angebrüllt habe einfach. Also das war, glaube ich, ziemlich krass. Aber scheint euch ja nicht gestört zu haben, dass ich euch angeschrien habe. Weil das Problem ist, dass ich durch meine Kopfhörer mich sonst selber nicht so gut höre. Und dann werde ich auf einmal sehr laut. Ich gehe jetzt schlafen. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich will hier nicht verrecken. Die reißen uns hier gleich ein Loch in die Breitseite. Das rieche ich schon. Und schlafen. Oh, diese Tür. Creeper. Das ist nicht dein Ernst. Okay, ich hole mir jetzt einen Bogen. Das kann ja wohl nicht wahr. Der ist da drin gefangen, Leute. Kann der explodieren so? Hä? Okay, das raff ich jetzt mal so gar nicht. Warum ist das nicht kaputt gegangen? Warum hat der nicht zerstört? Ist das ein Bug oder was? Ich schwöre, ich habe keine Mods installiert oder ähnliches. Komisch. Mysteriös. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Wir sollten das Galileo Mystery Team anrufen. So, bisschen Techno am Abend. Techno am Abend. Techno am Abend. So. So. So, so, so. Ich sag viel zu oft so. So. Schon wieder? Du Scheiß. Irgendwie ist das eine ziemlich dämliche Angewohnheit. Jetzt ist es natürlich schon wieder gar nicht mehr so groß. Das Gewächshaus. Ich wollte nämlich links und rechts eigentlich Felder machen. Versteht ihr das? Obwohl, das geht aber. Das geht aber. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Das machen wir so. Ups, nee, so nicht. Sondern so. Nein, so auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, ich habe lange nicht gespielt. Ach ja. Ach, ich hatte gestern wieder... Oh, Kollege, wie geht's dir denn? Hast du dich unterm Bäumchen versteckt? Oh, fuck. Jetzt ist mein Messer kaputt gegangen. Messer übrigens, nicht Schwert. Messer. Oh. Ich crafte in Minecraft Messer und keine Schwerter. Das ist einfach so. Okay. Wir brauchen Gravel für den Weg. Oder Stein. Eins von beiden. Ja, ich würde sagen, wie machen wir jetzt weiter? Lass mich doch mal kurz überlegen. Also ich möchte jetzt eigentlich erstmal... Ja, wir machen jetzt erstmal das Glas drumherum. Bevor wir hier irgendwas anderes machen. Warum schwebt da ein Baum in der Luft? Das ist nicht schön. Das habe ich so nicht angeordnet. Ach, immer diese Handlanger, die hier nicht vernünftig die Bäume hacken, ne? Unglaublich ist das. Da bestellt man schon einen Gärtner und dann macht er hier nicht seine Arbeit richtig. Ich kann das einfach nicht mehr bezahlen. Also, ne? Hier diesen Menschen, der so rumfuscht. So, dann holen wir mal Glas. Glas, Glas, Glas. Dort können wir eigentlich wegpacken. Erst gleich mal so ein bisschen Ordnung machen hier wieder. So, ich habe mir da übrigens vorher jetzt nichts überlegt. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird. Ich hoffe nicht so, nicht zu hässlich. Ich wollte eigentlich rundrum... Oh Gott, wir haben echt extrem viel Glas, wollte ich nur mal so anmerken. Das wird auf jeden Fall sehr lange reichen. So. Ja, weil ich mir nämlich überhaupt nicht überlegt habe, wie dieses Häuschen, dieses Glashaus, Gewächshaus aussehen soll.
Ich denke mal, also ich wollte halt das mit diesem, mit den Bricks wieder machen, weil das halt einfach zu unser, zu dem Rest unseres Hauses, unserer Häuser passt, weil die halt das alle haben. Und dann eben so Glas hochziehen. Die Frage ist nur, ob man komplett drumherum Glas machen möchte oder ob man da nochmal so, so Stützen an die, an die, an die Ecken machen will. Das ist jetzt hier eine sehr, also eine sehr große, schwere Frage, die auch eigentlich nur ein qualifizierter Architekt beantworten kann. Ich verhungere hier gerade. Kann man den Apfel essen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Jo, den kann man sogar in sich rein mampfen.